Und da sind wir bei einer weiteren Sea-Fan-Mission, A Servant's Life, wo wir den Mr. Odir retten müssen. Ich hatte diese Mission schon mal gespielt, ist also nicht mehr ganz so blind, aber ich glaube, ich hatte nicht alles erfüllt damals. Und ja, was müssen wir denn genau machen? Wir müssen rausfinden, wo der Raum von Mr. Odir ist. Dann müssen wir Mr. Odir befreien. Wie gesagt, das ist wirklich sein Name. Niemanden umbringen, 2000 Loot sammeln ist optional. Dann über die Sua verschwinden und wir müssen Mr. Odirs Problem heilen. Ja. Auch optional. Achso, und das letzte ist rauszufinden, wo die Frau des Lords ist. Ist auch optional. Das war schon mal falsch. Warte mal. Stimmt, am Anfang wird man ja sonst gesehen. Und man hat schon die erste. Man sieht Mr. Odir, das ist schon mal der erste Punkt. Hey, was zum Teufel? Wir sind zu zweit, elender Hallo. Gleich mal ein Bild gemacht davon. Das ist Mr. Odir. Okay. Dann verschwinden wir mal lieber von hier. Ich weiß nicht mehr genau. Oh Gott. Wie genau das alles hier ablief. Man hat hier nur so. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen funny gemacht, das Ganze. Also, das sollte man nicht zu ernst nehmen. Also, wie gesagt, das ist so typischer Louis. Warte mal, hier passiert irgendwas. Ah. Okay, das ist auch eine Dienerin. Das ist so ein typischer Diener, den es einfach schlecht geht und den der schlecht behandelt wird und das ist alles okay. Und ja. Irgendwas passiert da gerade. Wir müssen auf jeden Fall einen Weg hineinfinden. Das war's für dich. Und das ist von Mr. Odir, glaube ich. Oh Gott. Alter Schädel. Der lässt immer sich die komischen Würstchen fallen, glaube ich. Warum was das darstellen soll. So wissen wir nämlich, wo er lang geht. Die Frage ist, kommt er jetzt raus? Konnte, weil er mich gesehen hat. Hier ist eine Postkutsche. Postkutsche, eine normale Kutsche. Hier ist vielleicht auch noch ein Weg hinein. Wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, die Mission. Die ist relativ lustig gemacht. Aber man muss immer aufpassen, welche Wege man geht. Okay, hier kommen wir rein. Oh, hier ist auch Mr. Odir lang gegangen. Man sieht seine Spur. Und ein Schlüssel, E-String Key. Okay. Und wen haben wir denn da? Es ist Mr. Odir. Mit einem Käse in der Hand. Und eine Wache, die immer hinterher jagt. Es ist so dumm. Ich hab den Käse fallen lassen.
Und da verschwindet er wieder. So, und jetzt kann man auch sich wieder bewegen. Man kann nämlich diese Events, nenne ich es mal, nicht interrupten. Oh shit. Shit. Gefunden. Ist das immer noch der Bogenmann? Oh nein, der Bogenschütze. Hi. Bist du der mit dem Feuerpfeil? Nein, du bist nicht der mit dem Feuerpfeil. Okay, dann müssen wir hier schnell weg. Ach ja, stimmt, da war ja irgendwas mit dieser Tür hier. Das sind irgendwie zwei Türen in einen. Ach, hier kommt man auch von außen rein, oder was? Quasi, das ist die Außenseite und das andere soll die Innenseite darstellen. Das funktioniert hier irgendwie nicht so richtig. Eastwing Key. Ach, hier ist auch so ein Haufen. Hier scheint jemand getürmt zu sein. Eine Dusche. Alles sehr herkömmlich aus normalen Gegenständen genommen. Also alles Sachen, die man... die aus Thief stammen, ganz normal. Hier ist wieder so eine Tür, oder? Die ist so groß, die Statue. Oh, hier war noch Loot, okay. Mal sehen, ich glaube, ich habe den Loot hier nicht erreicht, das letzte Mal. Glaube ich. What's that in the shadow there? Help! 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 Hey! There's an armed intruder wandering around. Was macht Mr. Deer hier drinnen eigentlich? Ja, die können wir sammeln, die Teile. Sehr, sehr seltsam. Warte mal, ich mache hier mal ein Bild von. Help! Oh. YouTube. Das ist die Medizin, die wir brauchen. Und hier haben wir eine Nachricht. Dear Mr. Odia, I've been really worried about your little problem. Von Aliana. Okay, also sein Problem ist, glaube ich, dass du diese Dinge auspupst, oder? Und hier ist die Analyse von Mr. Deer. Hier ist quasi wie man ihn behandeln muss. Hier ist gezwungen zu essen.
Okay. Nearly mistreated by the nobles and guards at the manor. They hit him, stab him and roll him on the sewer floor while it is covered with feces. They call him names such as idiot, wimp, goat, legs, gritten, bloke, pervert. Und er ist unsterblich anscheinend. Und hier wird es auch nochmal gesagt. He is an animal. Du hast nichts bei dir? Warte mal, hat die ein anderes Design bekommen? Ne, die sieht aus wie Jennifer. Ich mag übrigens das Jennifer-Design. Das sieht wirklich cool aus. Das ist eine Kamera. Uah. Komme ich da schon lang? Oh, das ging schnell. Ich glaube, da sollen wir nicht lang. Ach nee, warte mal, hier war das. Hä? Wo war das andere? Das konnte ich nicht öffnen, oder? Alter. Alter! Ah, macht so viel Krach. Also wir können ihn auf jeden Fall schon mal heilen. Oh nein, hier ist es. Hier ist die Kamera. Ne, das ist ein anderer Flügel. Skips the page consumer of Mr. Dear's brother. Jack was working in the laundry room and when I woke up. Will doch nicht. Das ist so lächerlich. Hey, das muss jemand gestohlen haben! Wachen! Okay. Wer ist da? Der hat's gesehen, dass jemand was gestohlen hat. Das finde ich cool. Dear Master Sir. Okay. Die hatten ihn also auch schon am Wickel. Aber wir wollen ihn ja befreien. Wir wollen, dass Mr. Odia endlich ein neues Leben anfangen kann. Frei von der Tyrannei hier dieses Ortes. Ist da jemand? Ist hier irgendwas? Ich will mal noch ein bisschen schottern. Das hat jemand gestohlen. Wachen. Oh, Badewanne. Captain's Key. Hm. Das sind so die Kosten, die wir bezahlt werden an die Gefolgschaft. Special Instructions for Sewer Cleaner. Instead of paying for every quarter, Mr. Deer is paid 1 silver coin each quarter for the first 3 quarters
in Peyton 9 of the Last Quarter. Mr. Odier is also denied Medicare, so one silver coin will not be deducted from his pay. Oh, das tut mir irgendwie schon leid für den. Servants Land. Und hier steht es auch nochmal. Mr. Odier, as the sewer cleaner is only allowed access to his land once he has become an intuit servant. Schön, wie die das alles berechnen. Warte mal, was haben wir hier? Warte mal, stimmt da? Mr. Odier's Infinite Servant Contract. Was ist AGB für Mr. Odier? Notary Public. Okay, das werde ich mir jetzt nicht alles durchlesen. Aber cool, das ist das. Brauche ich das eigentlich? Nee, Exodus Streets. Ich muss ihn ja befreien, aber dazu muss ich auch das Teil nicht, glaube ich. So, jetzt die Frage, komme ich jetzt hier wieder so schnell raus? Okay, schauen wir mal, bis der sich wieder umdreht. Hier haben wir was Verschlossenes. Vielleicht passt hier ein Schlüssel. Captain's Key. Okay, dann schläft hier der Captain. Die ist nichts wert. Okay, brauche ich hier den Schlüssel nochmal? Ja. Ah, warte mal, ich brauche ihn doch öfter. Und noch eine Wache. Was ist das für eine Räumlichkeit hier? Kann ich mich nicht dran erinnern. Glockenraum. Genau über den Quartier. Oh, Pfeile. Blut. Genau über den Quartier des Captains. Ah. Hasch mich, ich bin der Frühling hier oder was? Einfach Loot hier dazwischen versteckt. Wir haben schon 1000 zusammen. 2000 sind's. Fühle mich bestärkt, das hinzubekommen. Sonst war hier nichts, oder? Kein Sekret. Ist irgendwas dahinter? Du hast nichts bei dir. Noch eine Ware. Ich kann hier nicht rüber gucken. Ah, ich komme nicht durch. Ach, guck mal, wo wir hier hinkommen. Genau, wir waren vorhin hier unten lang gegangen. Wir hätten auch hier reingehen können. Auch eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, dahinter sind Kameras, oder? Achso, warte mal, hier bin ich schon gewesen. Das ist die andere Seite. Was ist das, ein Sauwetter?
Aha. Wie kommen wir nach draußen? Du hast nichts bei dir? Okay, was ist das hier? Die Toilette? Oh. Warum ist denn hier Geld gehortet? Zerklaut wohl oder was? Du spinnst wohl. Wer wohnt denn hier? Auf jeden Fall nicht Mr. Odia. Warte mal, steht da? Cool. Ja. Oh, ich kann es kaum lesen, es ist so klein. Von Lord Ramirez. Scheint der Gärtner hier zu sein, oder? Der hier draußen so lebt. Oder da können wir uns vielleicht von dem Außenbereich halt noch ein bisschen. Scheint hier sonst noch was zu sein? Oh. Ein Stück Dreck. Wasser. Hier komme ich nicht rein. Hier ist nur eine sichtbare Wand. Hier geht es in den Kellerbereich. Da ist ein Schalter. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, dass man hier ist. Ich gehe mal hier nicht lang. Wir machen mal einfach mal einen anderen Weg. Wir nehmen den normalen Weg. Wir gehen ins Haus zurück. Noch irgendwie weiter. Oh, noch Balkon. Cthulhu. Das ist der Eingang. Okay. Wir sind überm Eingang. Ganz schöner Komplex. Komm ich an der vorbei? Wer ist da? Shit. Natürlich nicht so. Gucken wir uns zuerst mal um. Alter, das ist ein riesiges Labyrinth. Warte mal, jetzt sind wir hier wieder. Wir sind vorhin hochgelatscht. Geh mal direkt hier runter. Hier ist die Wache lang gelatscht. So, wenn ich aber hier lang gehe, dann sieht er mich. Es sei denn. Oh, guck mal, das Loot an der Seite. Ah, der geht da lang. Okay. Habe ich jetzt genau gespeichert, als er mich gesehen hat? Nee, gut. Okay, ich versuch's jetzt mal. Hier war Mr. Odia. Ich sehe seine Spur. Eine abgeschlossene Tür.
Key wird wahrscheinlich hier auch nicht klappen. Was haben wir denn? Guardlock. Mr. Dear found a secret passage to a sewer and tried to escape to a manor down the passage. The secret passage where is now being guarded all day. Don't hurt me, because Mr. Dear has classified as junk and is the lowest ranking life form. He's not allowed to give anyone else orders. As a punishment for insubordination, he has tied upside down to a rope and dip it into the cesspool every other minute for 2 hours. Er hat nicht das Recht, überhaupt irgendwas zu befehlen oder jemanden zu sagen, was er tun soll. Weil einfach die niedrigste Form von Lebewesen ist. So, jetzt kann ich mir den ganzen Kram hier holen. Okay, wir haben das Lucy doch erreicht. Vielleicht hatte ich das doch schon mal gehabt. Sehr großzügig hier. So, kann ich mich hier verstecken? Nein. So, das ist Mr. Eastwing sein. Wo wir den Schlüssel gleich hatten. Wer bewegt sich da? Okay, jetzt haben wir zu lange gewartet. Ich glaube, ich habe was gesehen. Oh Mann, ich glaube, das war wohl nichts. Shit. Was steht denn da? Additional guards. Being on the lookout for Mr. Deer, he was again trying to escape the man who stole food from both the game room and the freezer. Komm schon raus! Komm schon raus! Na gut, er wird auch gleich wieder in seinen Posten gehen, dann können wir an ihn vorbei. Wow! Shit! Oh Mann, es war so gut. Und dann habe ich es verkackt. Was ist da? Jetzt habe ich es wieder verkackt. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Okay, er hat sich wieder beruhigt. Ich habe mir das Ganze wohl eingebildet. Oh, shit. Ich wollte nur die Masken stehlen. Dass ich das so aufbreche, hätte ich nicht gedacht. So, hier ist, glaube ich, heißt er getürmt. Das sind Kinder wie Baby-Dingerteile. Baby-Dingerteile, was habe ich hier erzählt? Das war sehr laut, das war saulaut, das war uns sehr dumm vor allem. Und deswegen Loot, den ich eigentlich schon bereits habe. Wir haben ja jetzt das erste Ziel erreicht, im Grunde. Kommt nicht. Das Licht kann man ausmachen. Okay, wir versuchen einfach mal weiterzugehen. Und man kann das Licht hier auch ausgeschaltet werden. Ja, kann. Was ist hier passiert? Ah, hier hat sich jemand betrunken. Butler's Key. Okay, das ist der Butler. Den scheint es auch gut zu gehen. Was ist denn das? Das ist Mr. Odier, wie er geschlagen wird. Das ist so dumm und sadistisch und dumm. Ich hoffe, ich habe nur noch nicht keine weitere Konversation verpasst mit Mr. Odier. Weil man kann ja einiges verpassen. Letztes Mal habe ich, glaube ich, welche verpasst. Oh, hier ist Essen. Wahrscheinlich ist das von Mr. Odier. Lichtschalter? Wo ist der Lichtschalter? Wer ist da? Hallo? Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Seit dem Frühstück schon nicht mehr. Ach. Es war bestimmt nichts.
Ich speichere mal. Warte mal, wie war die Tür? Nach außen. Also, ja. Ich hau die mal alle weg und gucke mal, ob ich... Ich guck mich mal hier um. Hey. Ihm nach. Was verschüttet? Aua. Aber sonst ist hier nur Essen, ne? Hier ist noch Loot. Oh, shit. Du bist schon so gut wie tot. Okay, ich... Wenn es hier kein Lichtschalter gibt, komme ich nicht an die letzte Münze ran. Oh, ich habe den Abwehrhammer weggeballert. Ich höre nichts. Das war wohl nichts. Oh, jetzt ist die Tür verschwunden. Kann ich hier raus? Nee. Ist viel zu klein, sonst hätte ich auch von der anderen Seite auch reingekonnt. Oh shit. Oh shit. Wer ist da? Ist da jemand? Die ist abgeschlossen. Butler's Key funktioniert hier nicht. East Wing ist, glaube ich, nur für die Tür hier drüben, wa? Man kann es knacken, okay. Okay, das scheint der Hintereingang zu sein oder sowas. Hier ist auf jeden Fall zu. Und hier hinten. Hier hinten wäre dann sozusagen, könnte man dann die Spur folgen und dann sieht man, aha. Jetzt müsste Udi hier lang gekommen. Was ist das hier für ein Gebiet? Hier war ich auch noch nicht. Wichtigste ist, wir müssen ihn erstmal finden. Scheint eine Art eine Farm zu sein. Ja, Barracks sind hier. Mr. Deer? Nee, du bist nicht Mr. Dio. Tut mir leid. Ich entschuldige mich vielmals. Entschuldigung. Wer auch immer du bist ziemlich abgemagert. Hey, was ist das für ein Ort? Den kenne ich gar nicht. Ist das vielleicht sein Bruder? Das wurde ja von seinem Bruder erzählt, Jack. Aber hier ist nichts. Auf jeden Fall lebt er hier bei den Tieren. Er rennt auf jeden Fall gerade weg. Ob das so schlau war, weiß ich nicht. Oh, Käse. Noch mehr Käse. Okay, die Farben finde ich jetzt... Die habe ich das letzte Mal auch nicht entdeckt. Das soll vielleicht zeigen, was mit Jack passiert ist. Er lebt jetzt bei den Barracks und den habe ich jetzt weggejagt. Oh, hier ist wieder eine Spur. Dann muss er doch hier lang gekommen sein. Ja. Das ist der andere, das ist der West Wing.
Ah, Mist, hier wäre nun mal alles drinne gewesen, glaube ich. Er hat sich als Statue getarnt. Das ist auch wieder lustig, dass er einfach wieder so ein Bild ist, wie random einfach. Hier ist Mr. Odier, wie ich ihn niedergeschlagen habe. Einfach so mitten in der Kollektion hier. Ah, Statue im Kabinett. Ihr schleicht doch nicht etwa ein Fremder rum. Wer war das nur? War vermutlich nur der Wind. Der Wind? Der Wind hat das Zeug gestohlen. Also Loot kriegt man hier echt schnell. Ah, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Weil normalerweise wäre hier, an dem Ort, wäre Mr. Odier gewesen. Den hätte ich dann sozusagen, der hat quasi dann die Statue hier hingeschmissen und hat sich hier hingestellt als Tarnung. Das scheint schon passiert zu sein. Oder? Warte mal, ich gehe mal einfach nochmal hier so rein. Weil die Spur ist ja da. Nee, er ist nicht da. Wo ist, steckt der denn, der Bursche? Weil das Event hier ist komischerweise passiert. Schauen wir mal, was unten abgeht. Oh, hier scheint er auch gewesen zu sein. Shit. Ist da drüben jemand? Oh, hier ist ein Freezer. Nee. Elektroraum. Was das wohl wieder war? Nein, steht sie jetzt da oder was? Was ist das? Was ist das denn? Naja, ist doch dieses Berry Grum. Stimmt, er darf ja nur hier diese Berry-Innereien essen. Oh, das ist Mr. Odier. Und da brennt er einfach nieder. Okay, die Folterei geht ein bisschen zu lang. Ich kann es auch nicht verhindern. Ich habe wieder eine unsichtbare Wand vor mir. Ah, die geht wirklich ein bisschen zu lang. Oder ich soll... Oh, warte mal, jetzt passiert was. Das scheint ein Geheimgang zu sein oder sowas. Was steht denn hier? Barrick Allegation Chart. Mr. Odiers... Das ist das Einzige, was Mr. Odier bekommt. Der bekommt wirklich nur noch das Popoloch. Guck mal, das kriegen hier die Diener, das kriegen die Wachen, die schönen Schenkel. Das innere Fleisch bekommt die Adligen, den Kopf bekommen auch die Diener. Sehr, sehr schön gezeigt. Hallo? Ich kann sie ausstellen. Das Wasser. Oh, ein Sponge. Ob der wichtig ist? Ich weiß es nicht. Mr. Dear Small Wood Bowl, Wood Spoon, Wood Goblet. Cleans his own bowl and utensil. Also was die hier für Geschirr haben dürfen. Okay, Mr. Dear ist weg.
Okay, hier kommen wir zu den Dienern. Und hier haben wir einen Servant's Key. Die rauben wir jetzt erstmal aus. Achso, hier ist nochmal eine Nachricht, dass er es schon mal versucht hat, wieder zu entkommen. Ja, die behandelt ihn ja auch alle wie Scheiße. Freezer Key. Servants Ruin. Woods. Okay, das sind die. Das sind die Regeln für die Diener. Oh, hier pennen ja auch zwei. Hier sind auch nur mal die Diener-Rules. Die Diener-Regeln. So, hier war Mr. Deer. Hat sich hier versteckt. Tor Servants and Guards, I'm Zoronion, it says the Wine Cellar. Okay, haben wir ja, haben wir ja. Wir haben den Pataki. Also man hat wirklich genug Geld. Ist das jetzt wirklich eigentlich der einzigste Grund, warum man den Butler Key kriegt? Um hier in den Weinkeller zu kommen? Oh, Wachen sind hier. Oh nein. I saw an intruder. Protect me. Ha! Are you kidding me? Vor allem, er will sich gar nicht von mir retten lassen. Tretet hervor und kämpft! Okay. Ah, er hat wieder seinen. Seine Würstchen hier liegen lassen. Vor allem, sie glauben ihn ja nicht, dass es hier einen Einbrecher gibt. Warte mal. Kann ich das Licht ausschalten? Ja. Godlock. Mr. Dean said to escape through the front gate again. Don't hurt me. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Okay, ich glaube, die haben ihn wieder in seinen Schranken gewiesen oder was auch immer. Oh shit. Oh, die stehen ja wirklich ziemlich nah jetzt her dran. Ich müsste hier trotzdem vorbeikommen. Hier drauf. Dann hier drauf. Dann hier drauf. Und dann sind wir hier hinten. Ah, das sind die Regeln für die Wachen. No one may provide Mr. Odeer with any kind of protection. Also der wird auf jeden Fall nicht geschützt. Behavior will be tolerated. This rule is brief, so the target is Mr. Odeer. Also wenn irgendwas passiert, Mr. Odeer ist am Arsch. Okay, hier komme ich nicht rein. Auf jeden Fall ist hier lang gelatscht. Hier haben wir die Toiletten. Duschräume. Er muss hier lang gekommen sein. Ich glaube, wir haben ganz schön viel von den Dingern schon gesammelt.
Oh ja, daran erinnere ich mich. Ich habe mal ein Bild davon gemacht. So, wir wollen den Fahrstuhl benutzen. Natürlich passiert das, wenn man einen Fahrstuhl benutzt. Was mich nur ein bisschen daran stört, ist, dass es halt ein bisschen zu lang geht. Weil ich glaube, es kommt gleich eine Wache. Und kann ich den auch wieder anhalten? Ich kann ihn nicht anhalten. Ich kann dir nicht helfen. Oh. Ich kann das Ding nicht anhalten. Okay, Mr. Dir ist jetzt da lang gerannt. Hat nochmal ein Würstchen liegen lassen, aber ich glaube, jetzt haben wir seine Spur nicht mehr, oder? Er ist letztes Mal hier eine Wache lang gelatscht. Okay, hier kommt man so nicht lang. Dann wird er hier nochmal lang gelatscht sein, oder? Hä? Hier ein Scheibchen von euch abschneiden? Okay, was ist hier passiert? Okay, das war nicht gut. Jetzt ist die Tür hier offen. Ich glaube, die war vorher nicht offen. Naja, Aufträge. Bist du got catched by one of the guards and is sitting in the finger tipping chair for renderism to display cases. Okay, also er wurde geschnappt. Yeah, cure, Mr. Dear, ist klar. Teach the torture guard a lesson. Drop him in the sinking tank. Okay, den müssen wir jetzt... Wir müssen Mr. Odir befreien. Hier ist jetzt wieder so eine unsichtbare Wand. Ich komme jetzt natürlich nicht weiter wegen dem Event. Aber man hat genug Zeit, das hier zu lesen. Ich sehe es so... Achso, das ist... Nee, das ist immer noch derselbe Text. Setze, he may be able to slip out and escape. Er schafft's, er ist aus. Well, there's no one here now. There's no one here now. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich, okay. Es gibt, wie gesagt, neun Events. Oh Gott, das sieht aus hier. Nur mal ein Bild gemacht. Alter Schwede, was haben die... quasi Bestrafung gewesen, weil er ungehorsam war. Ich glaube, diese Folterbereiche sind wirklich nur für Mr. Odir gemacht worden hier. Es gibt diese neuen Events, die stattfinden. Was ist hier? Oh. Ach, man kommt hier wieder raus. Ist das so eine Art Loch einfach nur? Ach, das ist der Tank, wo ich ihn reinschmeißen soll. Und damit habe ich sehr viel Krach gemacht. Da muss ich die Wache reinschmeißen.
Das ist optional, wäre dann wie gesagt ein K.O., aber ist egal. Teacher Tutorial got a lesson. Dropping it into a sinking tank. Quasi, da kannst du über deine Tat nochmal nachdenken. Shit! Ah, der hätte. Ich habe quasi das Event gestört. Der hätte jetzt hier rauslaufen müssen. Und dadurch, dass ich. Dich nicht ewig verstecken. Der wäre normalerweise wieder zurückgelatscht. So wie jetzt gerade. Ach, scheiße. Komm. Ich werde mir ein Scheibchen von euch ab. Ah, jetzt hat er mich sofort gesehen, okay. Nu? Steht auf dem Tisch rum. Jetzt läuft er wieder normal. Oh, scheiße. So, dann nehmen wir mal mit den Foltermeister. Weil anders werde ich ihn dann da auch nicht reinbekommen als K.O. schlagen. Und ich will das Ziel trotzdem mal filtern. Zack. Auftrag erledigt. So. Aber man hätte es wahrscheinlich auch an ihn vorbeigekonnt. Der wäre, wie gesagt, in seine Folterkammer wieder reingelatscht. So, jetzt müssen wir Mr. Deer finden. Was mich nur ein bisschen traurig macht, dass ich halt viele Events von ihnen jetzt nicht gesehen habe. Also ein paar davon, nicht alle. Ich weiß ja nicht, welche Events hatten wir. Wir hatten den Fahrstuhl gehabt, den anderen Fahrstuhl. Dann hatten wir das Feuer. Und jetzt hier in der Kammer. Ja, wir haben gerade mal 4 Events gehabt. Es gibt 9, wie gesagt. Achso, und dann gibt es noch das Event 5 bei den Wachen, wo die Wachen sagen, ach, du verarschst uns doch. Also fehlen mir immer noch 4 Events. Und eins wäre, wie gesagt, in diesem Statuenkabinett vorgefallen. Okay, das ist eine Toilette hier. Einfach ein Haufen Scheiße. Da geht's weiter, glaube ich. Nur ich bin, wie gesagt, den normalen Weg gegangen. Also ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen sollen. Oder ist das der Fluchtweg? Ah. 6. Event. Mr. Deer is being cased and beaten severely in the jungle room. Because of all of the crimes he committed tonight, he will be locked in his personal jail for an entry 74 hours. Okay, er wird hier also eingesperrt. Okay, also das ist noch zu früh. Das wäre quasi schon das Ende. Hier ist Explosives.
So, jetzt ist das Event vorbei, glaube ich. So, was war das andere? Der andere Weg ist dann wahrscheinlich der Fluchtweg. Okay, dann gehen wir hier lang. Okay, hat aufgehört zu laufen. Da ist die Wache. Wir haben 100 Wasserpfeile auf einmal. Okay, ich versuche an der vorbeizukommen. Mr. Odias Personal J-Key. Okay. Also drei Events. Einmal sagen wir, eins wissen wir ja, was noch ist. Weil die anderen zwei Events weiß ich nicht, was die noch sind. Auftrag erledigt. Was ist das denn? Mr. Odias Gourmet Loot. Ah. Mr. Odia. About to drop. Wozu ist der Schwamm? Alter, wie das hier eklig ist. Okay, dann befreien wir ihn mal. Oh, er blutet. Hey, jetzt habe ich das Ding umgekippt. Warum? Scroll. Museum imposed rules. Ah, warte mal. Die Medizin. Und wir haben ihn geheilt. Jetzt müssen wir nur noch befreien, aber wie befreie ich ihn? Ich weiß es nicht mehr. Und wir müssen rausfinden, was mit der Frau ist. Mr. Odias Dinner. Noch eine Scroll. Da sind Arbeitszeiten. Essenszeiten, Arbeitszeiten. Warte mal. Hier. Er darf 5 Stunden schlafen. Und dann geht's wieder von vorne los. Lunchbreak. 12 Uhr. 30 Minuten hat er da noch. Dann muss das Dinner serviert werden. 9 p.m. At the end of the dinner, was comes to start? Daily punishment. Mr. Remain his personal J facing the wall until 1 a.m. He is allowed to no visitors. Okay. Kann ich ihn jetzt, muss ich ihn jetzt raustragen? Warte mal. Nee. Oh. Hey, nicht die Tür zu machen. Mr. Dio, was tust du da? Ich mach mal ein extra Safe und lade. Lass mich durch. Ich komm nicht durch. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt hier Krach mache? Hallo, die Wache kriegt die überhaupt was mit? Ist die irgendwie bescheuert oder so? Okay.
Das war, glaube ich, nicht so geplant. Warte mal. No. Also ich hau ihn und dann... Hurry! Over here! Save me. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ach, das ist ein Geheimgang. Und hier ist Schluss. Oh, sehr schnell. Flieh! Oh, da lässt sich nicht fliehen. Hoi. Okay, er hat das Ding selber geöffnet. Warte, ich mache hier mal wieder ein extra Save. Weil hier ist, glaube ich, dann das Ende der Mission, oder? Alter. Ist aber ganz schön krasse Sache, dass man hier sogar so viel Zeit investiert hat, das alles zu konzipieren. Ey, warte auf mich! Warte doch auf mich! Oh mein Gott. Du blutest ja immer noch. Eigentlich durftest du gar nicht bluten. Hier ist ein Intruder. Ja, ja. Der Intruder hat ja gerade das Leben gerettet. Mr. Odiere. Wow. Oh, die Ratte hat auch ist auch mitgekommen. So, dann gucken wir mal, ob es hier safe ist. Auftrag erledigt. Die muss ich noch befreien und das andere noch. Das kommt halt automatisch. Ich glaube, hier, ja, hier ist das Ende der Mission. Hier ist wieder eine unsichtbare Wand. Ich will kein Freund von unsichtbaren Wänden. Hier pennt einer. Oh, das sieht man sogar, glaube ich, am Ende der Mission normalerweise gar nicht. Oh, was ist denn hier? Oh, hier ist auch eine unsichtbare Wand. Da kommt er. Ich wollte nochmal ein Bild von ihm machen. Wanted. Mr. Joe O'Dear. Ey, der hat sogar einen Vornamen. 50 Pounds Silver. Ist nicht sehr viel. Später. Okay. Ach Mist, wie das so ist, wenn jetzt die Mission endet, dann... Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Was war da? Ach so, das ist wieder so ein Mr. O'Dear-Bild, wo er geprügelt wird. Was genau passiert da hinten? Was habt ihr da gemacht? Und wo willst du hin, mein Kleiner? Ich dachte eigentlich, dass hier die Mission endet. Ach, jetzt sieht er normal aus. Ist normal Servant und fängt jetzt bei einem anderen Lord an. Wie gemein. Protect me. Okay, wir sind hier noch nicht fertig. Wenn ich das beende, dann... Dann natürlich richtig. Okay, also weiß ich jetzt wenigstens, was hier am Ende noch passiert.
Ist nur die Frage, wo finden wir das heraus, was mit der Frau passiert ist. Wir waren vielleicht noch nicht überall. Wir haben ja noch ein paar Schlüssel, oder? Freezer Key haben wir zum Beispiel noch. Ja, Freezer Key. Aber wozu? Ja, stimmt, wir haben noch gar keinen Freezer gesehen. Butler's Key und den Servant's Key haben wir. Genau, hier hinten waren wir auch noch nicht. Hier bin ich extra nicht lang gegangen. Ach stimmt, weil ich dachte, hier wäre das Ende. Ach warte mal, es gibt am Anfang auch ein Event, glaube ich. Am Anfang gibt es doch das Event, mit dem Mr. O'Dea abgeschossen wird. Hier waren wir auch noch nicht. Wow. Oh Gott, ist eine Falle. Nein. Oh. Oh nein, ich werde weggeschwommen. Okay, wo kommen wir denn da hin? Ach, da kommt man hier hin. Auch zum Ende. Ja, aber was passiert, wenn man das ohne Mr. Deer macht? Dann ist doch Game Over. Das ist doch ein Game Breaker. Shit. Okay, dann gehen wir nochmal. Ich gehe da nochmal hin und muss nur aufpassen, dass ich die Falle da auslöse. Wir können ja safen. Ich glaube, wir müssen nochmal ins Anwesen. Habe ich das Gefühl. Warte mal, das war jetzt... Ist das der Weg? Ne, das ist der andere Weg, okay. Hier sind wir hergekommen. Wir könnten ja nochmal zurückgehen. Wobei mich der Ort halt sehr neugierig jetzt gemacht hat. Wir gehen jetzt nochmal gucken, ob es da überhaupt weitergeht. Und wenn nicht, dann... Gehen wir nochmal ins Anwesen zurück und gucken mal, ob wir da einen Freezer finden überhaupt. Als wäre hier ein Event. Extra ein Schalter da. Warte mal, könnte das vielleicht die Türe sein? Könnte das vielleicht ein Event sein, was ich verpasst habe? Vielleicht ist ja Mr. O'Dea auch hier an dieser Stelle. Und ich will ihn einholen und er lässt mich einfach ins Wasser fallen. Und ich muss dann schnell die Leiter benutzen, um wieder hochzukommen. Könnte es das sein? Weil dann haut das hin, dann sind es mir noch zwei Events, die übrig blieben. Und die habe ich ja jetzt beide nicht gekriegt. Weil der Mr. O'Dea ja im Knast liegt. Der hätte mich wahrscheinlich jetzt einfach ins Wasser geschmissen. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Man kann hier echt viel verpassen, das ist ein bisschen schade. Man muss viel testen. Ich hätte viel, viel mehr extra Saves machen müssen. So, gehen wir wieder zurück. Hier war ja, wie gesagt, die Folterkammer. Hier war nichts Besonderes. So, jetzt können wir ja nochmal zu der Küche gehen. So, perfekt. Das ist der Weinkeller. Ich glaube, dafür brauchen wir die Butler Key nicht mehr. Wer war das dort? Ich habe es gesehen. Ach, tut mir leid. War wohl doch nichts. Attention our servants. It is forbidden for you to assist Mr. O'Dea in any way except for what is outlined in his supposed rules on rock eating and should do. Okay, man darf ihn auch nicht... Warte mal, hier ist ein Freezer. Okay, hier ist noch ein Event. Okay, das ist natürlich jetzt falsch, was ich hier mache. Die Reihenfolge, aber ist egal.
Er hat auch einen Freezer-Key gehabt. Boah, Käse! Mehr Käse. Na gut, hier, ein Kristall ab. Ist aber lustig, dass er einfach da drin steht. Okay, das dachte ich, hätte ich nicht gedacht. Warte mal, was ist das für ein Ort hier? Was ist das denn hier? Ist hier noch nicht fertig gebaut? Was ist das hier? Kenne ich nicht. Ah, warte mal. Könnte es sein? Ja, es ist dieser Ort hier. Mit der Türe. Gab es irgendwo noch eine Tür, die ich nicht aufschließen konnte? Wäre lustig, wenn er jetzt auf einmal hier oben wäre. Nee, ist er nicht. Gab es irgendwas, was wir nicht aufmachen konnten? Nee, hier war derselbe Raum. Was muss ich? Find out who the Manor Lord and his wife are. Nee, wir müssen rausfinden, wo die beiden sind. Aber wir sind die beiden doch begegnet. Also wer die beiden sind, müssen wir rausfinden, aber... Das war doch jetzt kein Zauberwerk. Bin ich da hingegangen zu den beiden? Was ist hier passiert? Das war doch der Typ von draußen. Das ist jetzt schlecht. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Von hier aus nicht, oder? War hier was Verschlossenes? Ach, hier war der Dings, der eine Raum. Hier war der Butler. Oh shit. Da war auch noch eine Münze. Save mir mal. Warte mal, hier geht's wieder raus, wa? Aber von draußen könnten wir vielleicht in die oberen Etagen kommen. Warte mal. Glaube ich. Genau, wir können hier oben lang. Hier ist auch eine Wache. Ah, warte mal, da ist ein extra Raum, der sie sichert ist. Wir gehen mal dahin. Ich würde mal gucken, was da ist. Es könnte sein, dass wir da auch schon waren. Ja, das ist der Bereich. Über Umwege haben wir es da auch dahin geschafft. Nee, hier waren, glaube ich, nur die Wachen, oder? Hier sind sie. So, und hier erfahren wir eigentlich nichts über sie, oder? Wie erfahre ich das? Was ist los? Und hier haben wir nur... quasi das von den Hammeriten. Vielleicht ein Bannermord? Ich habe gar kein Schwert. Ich habe gar kein Schwert. Warum hat man kein Schwert? Safe war nur Loot, glaube ich. So, wer bist du? Steht nicht da. Da ist ins Feuer gefallen. Okay, das ist jetzt eine gute Frage. Wie finde ich das raus? Irgendwo muss noch eine Nachricht sein. Oh shit.
Hier war auch nichts Informatives über die Hausherren. Uah, was ist denn da immer los? Seltsamer Lauf. So, ist der Captain Anführer, Mann. War wohl nur der Wind. Und da sind wir wieder zurück. Haben wir einen ganz kleinen Schnitt gemacht. Ich will euch noch was schnell zeigen. Und zwar, hier ist ja der Vordereingang. Und hier habe ich noch eine Tür nicht geöffnet. Und die geht nur zu öffnen mit dem Butler Key. Den Key, wo ich noch gesagt habe, den brauchen wir wahrscheinlich nicht, wenn er nur für den Weinkeller ist. Aber ja, der hat auch Käse bei sich und einen weiteren Servant Key, der für die Küche eigentlich neu ist. Ja. Wollte ich euch noch zeigen. Hier, seine Räumlichkeit. Der lässt sich gut gehen und er pennt ja irgendwo auf einer Couch. Und der hat ja auch seine Regeln. Aber jetzt nochmal, wo finden wir raus, wer die Herren des Hauses sind? Dazu müssen wir nochmal runter zu den Dienerquartieren. Es gibt ja noch einen kleineren Weg, den wir nehmen können. Außerdem gibt es noch ein Event, was ich verpasst habe, das man aber nochmal triggern kann. Ach siehst du, hier hinten bin ich reingekommen, wo mich die Wachen verfolgt haben. Ich habe mich auch noch nicht umgesehen. Und hier kamen wir nicht weiter, weil der Schalter auf der anderen Seite ist. Und wenn man in der Küche war, dann kann man diesen Schalter sozusagen aktivieren. Oder mal. Ich komme jetzt gerade rausglitschen ein bisschen. Das wollte ich ja nicht gar nicht so. Ja, hier ist der Schalter. Aber es gibt ja noch eine Möglichkeit, wie wir da hinkommen. Moment. Wir müssen eigentlich nur hier auf die Mauer. Shit. Oh, kein Damage gekriegt. So, sind wir schon mal auf die Mauer. Und das war daneben. Moment, haben wir gleich. So, jetzt sind wir nämlich auf dieser Seite angelangt. Von hier aus. Komm, also wir hätten auch von hier drinne hier einfach runtergehen können, dann geht's auch. Aber wir wollen ja, wie gesagt, direkt. Ich bin ja extra nicht hier lang gegangen. Ich habe ja gesagt, das ist. Ich will mich nicht den Weg verbauen. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ach, hier ist die Wache, die aus dem Fenster guckt wahrscheinlich. Achso, und da oben gibt es jeweils zwei Schalter, womit man die Kameras ausstellen kann. Das habe ich auch entdeckt. Weiß nicht, ob ich das euch auch noch zeigen sollte. Ich will auf jeden Fall jetzt hier gerne runter, ohne Schaden zu nehmen. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. So. Einfach nur mal kurz festgehalten. So, sind wir hier hinten. Das ist, wie gesagt, hinter der Küche. Wenn wir diesen Weg hätten nehmen können, dann wären wir da rausgekommen. So, und wenn wir, wie gesagt, diesen Weg hier soweit frei gemacht haben, wird nämlich ein Event getriggert. Das zeige ich euch mal. Hier kommt man zum Beispiel auch wieder zu diesen anderen Bereichen. Hier zum Beispiel sind wir hier. Die eine Metalltür. Ach verdammt, die hätten wir auch nehmen können. Und jetzt ist auf einmal hier eine Spur. Als wäre hier jemand lang gelaufen. Und diese Spur folgen wir. Ja, wir tun jetzt einfach so, als wäre Mr. D immer noch auf der Flucht. Das ist der Laundry Room. Genau, hier ist nichts Besonderes. Da habe ich schon mal geguckt. So, wir folgen der Spur. Und kommen nämlich jetzt zur Küche, wo wir schon mal waren. Aber diesmal passiert was. Und zwar diesmal kommt unser Mr. Deer aus dem Gefrierraum raus. Lässt das Fleisch fallen, was er geklaut hat. Na komm. So, man kann ihn auch ohne zu schlagen. Ich glaube, das müssen wir sowieso mal machen. Kann man ihn, glaube ich, auch. Wir müssen, glaube ich, nur das Fleisch geben. Dann. Und da, ganz leichte Scheiben von Brot hat er bekommen. So cool. Ja, er hatte Hunger auf richtiges Steak und nicht den Anus. Den Barrick Anus. Und deswegen. Ja. Das war im Grunde das. Jetzt sollen wir noch das Rätsel lösen.
Wer sind denn die Leute hier? Halt, warte mal, falscher Raum. Hier. Genau, hier müssen wir. Das ist, glaube ich, mich übelst übersehen hier. Jack, you left Joe at. Also sein Bruder. Joe, Jack und Joe, das sind ja die beiden Mr. Odiers. At Bedford's 57 years ago, there was only room for one wimpy idiot in your family, in our family, and we didn't want another. Consider yourself lucky to even be kept alive as a laundry cleaner. Consider this a warning. If your brother finds out who we are, he will tell the city watch and we'll be thrown into prison for life. If you tell him or anyone that Joe is our son, we'll toss you into the cesspool during this next float. By the way, don't let me or your mother catch your trying on her dresses again. Father. Und damit haben wir das Geheimnis gelüftet. Wer die denn sind? Das sind die Eltern. So, okay, und jetzt können wir Mr. Odier retten. Jetzt können wir endlich zur wahren Bestimmung kommen. Und die Mission ganz normal beenden. Ja, das war nochmal ein Event. Wie gesagt, dass ich verpasst habe. Wie gesagt, ich glaube, wir haben nur ein einziges Event verpasst. Ich glaube nämlich, das beim Brunnen gibt es gar nicht. Also bei diesen komischen Brücke da. Was auch immer das darstellen soll. Also da, dieser Weg hier. Keine Ahnung. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Hier bin ich richtig. So, weil ich darf ihn nicht schlagen. Wenn ich ihn schlage, ist er nämlich, hat er Angst vor mir und dann entkommt er mir sozusagen. So, man kann ihn übrigens auch, glaube ich, reinigen, warte. So. Jetzt habe ich seine Klamotten gereinigt. Kann man auch machen, aber er macht trotzdem das Event, glaube ich, am Ende. Warte mal, muss ich ihn... Darf ich nicht reinigen? Oder das Fleisch ist auch zum Heilen da. Okay, dann muss ich ihn K.O. schlagen. Ich dachte, man kann ihn damit rufen. Hat er gerade eine Ratte gekillt? Weg hier. Warte auf mich, Mr. Odier. Ich hab deine Wache am Arsch. Oh shit. Schnauf schneller. Er kommt. Hä, wo ist das los? Ach, da ist das los. Hey. Wow. Das hätte beinahe schief gelaufen. Mach's gut, Wache. Hier. Kannst du machen, was willst du damit? Oh, so viele Meat. So viele Mr. Odier-Teile hier. Oh, jetzt habe ich sie alle. Nee, ich habe sie noch. Willst du wirklich nicht das Ding haben hier? Der Schwarm habe ich auch nicht rausgefunden, was damit ist. So. Jetzt brauche ich mal ein bisschen, bis er wieder hochkommt. Ich glaube, das zählt auch zu irgendeinem Event, aber dann sind es mehr als 9 Events. Aber es heißt ja auch 9 Konversationen, die stattfinden. Nicht 9 Events. So, damit ist der Auftrag erfüllt und wir brauchen nur noch Mr. Odier seine Freiheit geben. Er kommt jetzt auch gerade nach oben.
Das ist übrigens auch schön gemacht hier, so dieser Bereich. Und ich glaube, der wird einfach nur mit einem Wasserpfeil abgeschossen. Der blutig Massakrierte. Minuten später. Also es ging bei mir schneller. Achso, uns Keep ruhig eigentlich auch nicht mehr. Ich würde den Käse gerne drauflegen, geht aber nicht. Hier für eure Mühen. So, dann bringen wir ihn jetzt zu einem neuen Lord, wo er vielleicht ein besseres Leben haben wird. Der sieht ziemlich eingequetscht aus. Und damit endet die Geschichte von Mr. Odia. Protect me. Ja, das war's. Es gab noch hier und da bestimmt noch ein bisschen Loot. Aber wir haben auf jeden Fall alle Ziele erfüllt, da bin ich froh darüber. Oh ja, es gab sehr viel Loot. Es gab noch ein Secret, was ich nicht entdeckt habe. Und einen Taschendiebstahl, der noch hätte möglich sein können. Eine Betäubung hatten wir. Das war im Grunde die Wache, die wir in den Tank reingeschmissen haben. Ja, ansonsten, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich habe schon mal mein Fazit zu dieser Mission gesagt. Aber das war, wie gesagt, live, als ich das erste Mal gespielt habe. Es ist eine ziemlich lustige Mission. Was mich ein bisschen stört, ist die Tortur-Events. Also, wenn er wirklich geprügelt wird oder so, oder sie verletzt oder sonst was, dass die mir ein bisschen zu lang gehen und dass die Mission relativ still ist. Also sie hat an manchen Stellen wirklich keine Ambiente. Also da ist wirklich gar nichts an Musik, was ein bisschen sehr schade ist. Aber ansonsten ist es halt ziemlich, es ist wie gesagt eine sehr lustige Mission auf jeden Fall. Sie soll wie gesagt niemanden irgendwie irgendeine Randgruppe oder sowas in den Vordergrund ziehen oder sowas. Und damit betreffen. Es ist einfach nur, es ist ein Diener, der einfach ein Stück Scheiße ist. Mehr kann man nicht dazu sagen. So, und den haben wir rausgeholt, den haben wir gerettet und ja, das war's im Grunde. Und das ist im Grunde die ganze Mission, einfach die Suche nach Mr. Odio und den rauszuholen. Und was bei dem hier so abgeht. Also, es ist ja sehr menschenverachtend, wie sie mit ihm umgegangen sind und deswegen ist es auch eine Genugtuung, wenn man ihn dann endlich rausholt. Auch wenn es halt sehr lächerlich ist manchmal an manchen Stellen, was bei ihm so passiert. Dass er einfach im Ofen sitzt und verbrennt und so eine Scheiße. Ja, deswegen gebe ich dieser Mission passend 3 von 5 Mr. Odias. Ja, das war Servants Live. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in einer anderen Sea-Fan-Mission. Macht's gut. Tschüss.